Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei Stellaris. So, das alte Reich hier ist ordentlich am Auspanschen. Es hat jetzt Krieg mit der halben Galaxie. Ich kann dir mal kurz hier den Diplomatiekartenmodus. Ja, also es hat hier schon ein paar Kriege an der Backe jetzt. Mal schauen, wie das ausgeht. Ich denke immer noch, dass er die stärkeren Argumente hat, aber mal schauen. So, ich lasse die Zeit erstmal weiterlaufen. Ich werde währenddessen mal ein neues Schlachtschiff designen. Und zwar mit Artilleriewaffen. Wir haben ja jetzt nur die L-Waffen. Ich werde aber jetzt mal eins bauen mit richtig Artillerie. Ja, also, neues Design. Schlachtschiff. Mal schauen, was wir hier haben. Da, Waffen. Da, X-Slot. Den hätte ich gerne. Haben wir hier noch mehr von? Das sind ein Haufen M's, das sind L's. Haben wir hier sonst keine X-Slots? Nur ein einziger, das ist ja nicht schön. Das ist ja gar nicht schön. Dann kriegt ihr noch einen Trägerkern. So, dann kriegt der hier nämlich auf jeden Fall eine Gigakanone. Und Flak-Artillerie. So, dann kriegt ihr hier Jäger. Zwei Staffeln. Construction complete. Und Verteidigung brauche ich dann ja eigentlich gar nicht mehr. Aber okay, die kriegst du dann auch. Und was er auch noch kriegt, ist Sachen für den S-Slot. Da machen die Energiesauger sind jetzt ja nicht so, ne? So pralle. Setze ich dann einfach noch die Standard-Gauss-Kanonen rein. Incoming Transmission. So, 4-4. Volle Pulle, volle Sprungantrieb will ich nicht. Gib mir den Wurmlochantrieb. Incoming Transmission. Ich pausiere mal. So. Das Schiff baue ich dann tatsächlich mal auf Vollschild. Wäre das mal was? Ich denke schon. Alle anderen habe ich auf Panzerung. Voll Schild brauche ich natürlich mehr Energie. Das reicht natürlich nicht mehr für Schildgeneratoren, ne? Hier für die. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Da, Schildkondensatoren. Okay, muss ich noch ein Schild tauschen hier. So. 1680 Schilde. Den nehmen wir mal Yamato. Ja, lasse ich mal so drin. Ich hätte natürlich noch gerne mehr von den Riesenwaffen drin gehabt, aber okay. Dann nehmen wir einfach mal ein paar von mit. So. Zeit weiterlaufen lassen. Du kannst mich mal gern haben. So, hier können wir gleich wieder Upgrades durchziehen. Ja, der Hungertod hier wird langsam weniger. Mann, Mann, Mann. Immer diese Abweichler. So, können wir nämlich auch hier erstmal ein Schlachtschiff in Auftrag geben. Und hier ein paar Zerstörer. Construction complete. Gleich noch einen dritten hinterher, so. Hier ist noch ordentlich frei. Hier ist noch ordentlich was zu tun. Was ich hier jetzt auf jeden Fall machen will, ist noch den hier. Und danach sollte sich die Hungersnot hier auch schon mal gegessen haben. Construction complete. So, dann würde ich mal kurz hier reingehen und dem neuen Sektor einen kleinen Boost verschaffen mit Mineralien und natürlich einen Gouverneur zuteilen. Ganz wichtig. Ich denke, das hier ist eine tolle Sache. Ja, der hier ist super.
So. Mineralien. Gibt es nochmal einen Schwung? Damit der Sektor sich ein bisschen schneller ausbauen kann. Bla bla. Da wird wieder rumgeheult. So. Hat er den geschlagen oder was? Den Dimensionalhorror? War der nicht hier? Nee, das war die Enklave. Wo war er denn? Hier unten war er. Da ist er. Ich wollte gerade sagen. Den hat er ja wohl nicht fertig gemacht. Da wäre ich etwas überrascht gewesen. So, ich würde die Zeit mal wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, den werde ich nicht dazu kriegen, dass er mit mir einer Föderation beiwohnt. Aber ich handle mit ihm gerade Technologie, also angreifen wir jetzt auch nicht so clever. Aber ey, vielleicht eine Föderation auch nicht. Ah. Research complete. Forschungsgeschwindigkeit nochmal erhöhen, sehr gut. So viel Technologie. Construction complete. Ich zieh erstmal hier alle nach. Construction complete. Construction complete. So, hier mal nächste Yamato vorbereiten. Wie viel Kampfstärke so ein Yamato-Schiff wohl dazu bringt. ...996. Die Fusos bringen mehr. Ja, also die liegen zwischen Fusos und Pegasus. So, mehr Zerstörer. Da bin ich echt gespannt, wie er sich in dem Krieg tut. Research complete. Okay, er gewinnt ihn locker. 36 Punkte schon. Heftigst. Er hat wahrscheinlich einfach mal die ganzen Flotten rasiert. Das sind neue Torpedos. Sturmfeuer, Autokanonen. Die werde ich jetzt erforschen. So, ich werde nochmal meine Planeten hier währenddessen mal ein bisschen durchchecken. Aber hier ist überall noch genügend Arbeit. Da ist nochmal ein Upgrade fällig. Da ist nochmal ein Upgrade fällig. So, hier ist nochmal ein Kraftwerk fällig. So, hier ist nochmal ein Ingenieurslabor fällig. Construction complete. Hier kann ich auch noch ein Labor bauen, dass der erstmal beschäftigt. So, hier ist noch ein Upgrade fällig. Nahrungsprobleme im Griff. So, nächstes Schiff. Research complete. Und haben wir da wieder blaue Laser. Juhu. Ja, ich ziehe jetzt erst die ganzen billigen Technologien hier durch. Scheißegal. Weg ist weg. Das werde ich bei den... Stopp. Während die berauschenden Effekte der Atmosphäre von Lavram Prime nicht bestritten werden können, gibt es Stimmen in Commonwealth, die Suchtgefahren waren. Aha. Ach so.
Situation Log updated. Ja, die Questreihe kenne ich schon. Das entferne ich mal. Was hat er gesagt? Achso, Standard. Okay, mach weg den Scheiß. 2 Monate ist ja nix. So, du baust währenddessen mal 3 neue Zerstörer. Na, wir knacken langsam die 40.000. Hier haben wir schon überschritten. Da haben wir einen neuen Planeten. Noch einen neuen Planeten. Hervorragend. Direkt den Expansionsplaner. Special Project complete. Weg mit den berauschenden Effekten. Hervorragend. So, du. Bevölkern. Hier. Und wo ist der andere? Da. Den hier bevölkerst du auch. Da fängst du an. So, haben wir den auch. Zeit kann weiterrennen. 2 weitere Kolonien für das Imperium. Hier unten haben wir ihnen ein paar Planetchen streitig gemacht. Hervorragend. Da kümmern wir uns auch direkt drum, die zu terraformen in Welten, die wir gern haben. Construction complete. Da gibt es einen neuen Krieg. Mal kurz pausieren, das muss ich mir angucken. Kontinentale Welt. Jetzt bekriegen die sich auch noch gegenseitig. Wo ist die United Thelma? Hier hinten, der hier. Der leidet jetzt unter der Allianz, oder ist das nur er? Auf jeden Fall hat er schlechte Karten gegen ihn, würde ich behaupten. Aber mal schauen. So. Construction complete. Ich kann ihn nicht vasalisieren, weil er im Krieg ist, den er gerade haushoch verliert. Kann ich neue Schlachtschiffe bauen? Incoming Transmission. Ich frage mich gerade, ob ich auch einen Kreuzer mit dem neuen Riesenmodulen ausstatten kann. Nein. Sieht nicht danach aus. Nein, definitiv nicht. Okay, hat er den noch nicht gespeichert, sehr gut. So, hier gibt es auch noch Welten, die unbedingt geterraformt werden wollen. Hier kein Auge trocken lassen. Research complete. Construction complete. Ebenbürtig, okay. Wissenschaft, Hydrokulturfarm, neue durch. So, machen wir die auch endlich weg. Construction complete. So, sind die dann auch durch? Ach, er ist so angefressen. Ah, ne.
Ja, doch, er hat mir auch die Grenzdurchflug verboten. Das hat er, glaube ich, von vornherein, ne? Research complete. Mal schauen. So, nächste Technologie hier unten raus. Bla bla bla. Ich fange von oben nach unten durch an jetzt. So, die tote Welt. Aber da habe ich jetzt nicht genug Energy für. Wow. Bitte? Du erklärst mir schon wieder den Krieg? Der kann es nicht lassen. War nicht seine beste Idee. So, und diesmal trittst du aber Planeten ab, mein Freund. So, abtreten. Den trittst du auch ab. Kann ich nicht vasalisieren? Nee, kann ich nicht. Schade. Dann wirst du gefressen. Komplett. Spinnst du ja wohl. Da machen wir auch gar keinen großen Hackmack. Wir greifen direkt an. Und sammeln unsere Truppentransporter. Da. Ups, einen Admiral haben wir noch, ne? Ja, okay. Zeit laufen lassen. Zack. Hat er sich denn dabei jetzt gedacht? Den rasieren wir doch sowas von. Oh, war klar, dass das jetzt kommen muss. Okay, war ein positiver, immerhin. So, gleich den nächsten. Gucken, wie lange die Flotte darunter braucht. Tja, eigentlich wollte ich mich ja um den Dimensionalhorror langsam kümmern, aber erst werde ich dieses Reich da mal rasieren müssen. Das geht echt hart auf die Nüsse. Ich glaube, ich kann hier unten jetzt mal die ganzen Außenposten demontieren, ne? Die sind ja nicht mehr nötig jetzt hier. So, wo geht jetzt noch was drauf? Defensivabkommen durch Erlass geht einer Feindflotten in der Nähe. Oh, nicht schön. Da kriegt unser Verbündete gerade auf die Nuss. Colony established. So schnell war ich leider nicht da. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Ich glaube, da kommt von seinen Schiffen keiner lebend weg. Hostile fleet engaged. Construction complete.
Aber das wird er auch nicht überleben. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Jetzt wird hier erstmal aufgeräumt. Hostile fleet engaged. Schnauze voll von dem Nasenbär, der wird jetzt komplett von der Karte getilgt. Situation log updated. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Situation log updated. Gucken, ob es da noch was zu holen gibt. Hostile fleet engaged. Research complete. So, erstmal alle zusammenfassen. Neue Technologie. Situation log updated. Ich bleib dabei. Erstmal das Einfache hier. Zack, der ist dran. Wer ist denn das? Okay, der hier hinten. Der hat mir die Grenzen gesperrt. Okay, hab ich gar nicht mitbekommen. Dafür war der zu unwichtig. Druidenarmeen hat er hier. So, wie viele habe ich denn davon jetzt schon? 4. Aber krass beschädigt anscheinend. Oder sind davon welche draufgegangen? Colony established. Na, wo bleiben die Truppentransporter? Da kommen sie. Ja, er hat jetzt natürlich mächtig Federn gelassen. So, hier geht noch was. Da ist halb entvölkert die Welt schon. Zu wenig, aber das ändert sich gleich. Debris analyzed. So, alle zusammenfassen.
So, auf die Plätze, fertig, los. Research complete. Hostile fleet engaged. Situation log updated. So, das alles durch, dann hier weiter. Incoming transmission. Nein, danke. Oh, Junge, du verlierst deine ganze Flotte gleich an der Station, oder was? Construction complete. Enemy planet secured. Haben wir das auch schon mal? Construction complete. Debris analyzed. Na, da ging es wieder ein bisschen weiter mit dem Sprungantrieb. Den Krieg verliert er auch noch. Och Gott. Na gut, er ist auch ein bisschen größer hier. Er scheint seinen Krieg ja gewonnen zu haben. Hat er? Er hat den komplett geschluckt, wie es aussieht. Oha. Gucken wir, das nächste Opfer wird. Anna, wo wir müssen dringend mehr wachsen. Construction complete. Der Junge macht mir echt Sorgen. Debris analyzed. Da gibt's gar nichts zu holen. Auch bitter. So, zwei Trümmer sind gleich noch über. Die Welt ist ja hoffentlich noch im Terraforming hier, ne? Hostile fleet engaged. Ich brauche aber noch ein Weilchen. Hostile fleet engaged. So, lassen wir ihn hier mal machen. Truppentransporter kommt schon. Hostile fleet engaged. Ganz gut, aua. Situation log updated. Gucken wir mal gegenüber den. Oh ja, die machen richtig aua. Situation log updated. So, Attacke. Debris analyzed. Construction complete. So,
So, dann gibt's hier auch wieder auf die Omme. Die gelandet sind, ist die Verteidigung wahrscheinlich sowieso hin, ne? Fleet engaged. Situation log updated. So, hier direkt das nächste Battleship. Research complete. Das haben wir jetzt. Weltraumwolkenblitz. Sauber. Ja, ich mache jetzt einfach immer die unterste. Bis alle da angefangenen Technologien raus sind. Construction complete. Ja, das ist sehr eindeutig, wer da als Sieger rausgehen wird. Enemy planet secured. Construction complete. So, jetzt sollte er eigentlich kapitulieren. So. Das war's endlich. Ruhe hier. Was jetzt natürlich eklig wird, ist, den davon zu überzeugen, Ruhe zu geben. Weil das sind xenophobe Freaks. Ja, und die in den Griff zu kriegen, ist nicht so einfach. Ja, das ist echt brutal. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das hinkriege. Dazu kommt ja gut, minus 25 kommt auch noch dazu, wegen wie heißt noch? Wegen gerade erst erobert. Aber wie wir das verwalten, sehen wir erst das nächste Mal. Ich bin schon wieder über der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, einen Kommentar oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen.